Ein herzliches Willkommen zu Let's Play Sakuna auf Reisen Ruhen. Und nicht erschrecken, der Boden ist kaputt. Ihr seht, ist sehr weit runtergewirtschaftet, genau wie das Haus. Alles ist Schrott. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, guckt unbedingt im letzten Part rein. Es ist sehr schwer, jetzt alles Revue passieren zu lassen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal die Steine aufsammeln. Denn wir müssen die Vulkanasche hier rausmachen. So. Moment. Ich glaube, wir müssen tatsächlich... Also da ist jetzt überall Asche drin. Wir müssen das einmal überfluten. Und dann tillen, ne? So. Mal gucken. Eigentlich wollte ich nicht... So, egal, starten wir tillen. Okay, erst müssen wir Wasser füllen. Damit das alles mal ein bisschen, ne? Die Asche, da müssen die rausspülen. Deswegen tillen wir einfach mal alles. Und wenn wir das getillt haben, gucken wir mal, was dann passiert. Also wir haben unsere Prinzessin Kokova, wie die heißt. Ja, das ist ein ganz komplizierter Name. Die uns diesen Tipp gegeben hat, obwohl sie eigentlich gar nicht damit der Ernte auskennt, ne? Komisch. Ah, mal sehen. Ja, wir machen ein bisschen weiter noch. Wir werden eh nicht wieder 100% haben. Das ist ja sowieso logisch mittlerweile. Perfekt, sagt sie. Na gut. Ja, zum nächsten Schritt. Okay? Es ist okay. Mhm. Das looks good. 98%, jetzt sage ich doch. 100% kriegen wir niemals hin. How is it? The field's viability is much improved. It is a far cry from its former glory, but so some obstacle yet remains. Speaking of ash, Yanato is a country that is full of volcanoes. Even mountains that appear placid to us now frequently erupted in the olden days. All the land was subjected to ashy rain. And how did farmers determine which areas were suitable for growing crops? How could I possibly know that? A fair point. If we operate under the idea that ash corruption ruins the soil forever, then neither realm would be able to grow crops. But since we can grow crops, there must be... No, but... In other words... Aurora, retreating into your own little world will not solve any of our problems. What? Forgive me. I get lost in thought very easily. In all honesty, Kokorola, I'm pleased that your concern for us extends so far. You have our utmost gratitude. Ahem. I shall return to the capital for now. If I make use of the book repository, I may be able to learn something pertinent. All right then. Take care on your way back. Remove the huge pollution, was? Ihr seht, wir haben überall Minus, ne? Wir haben keine unsere eigenen ganzen Kräfte verloren, weil... Ja, alles jetzt zerstört ist, ne? So, wir müssen sortieren. Ha. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Wir müssen ja unsere Kräfte wieder bekommen. Ja, natürlich, alles wieder rein. Ihr wisst Bescheid, wie es ist, ne? Das ist natürlich jetzt alles schade. Wir haben ja alles eigentlich verloren. Sämtliche Fortschritte, die wir uns erarbeitet haben. Sämtliche Power, die wir eigentlich gekriegt haben. Alles ist weg. So. Und dann drehen wir mal. Ja, mal gucken, wie sich das im Laufe dieses Abenteuers noch sich entwickelt, ne? So, noch ein bisschen, bis sich das seitlich hingelegt hat.
Oder so. Na, sollte so reichen, ja. This is good enough. It hasn't sunk at all. Sehr gut. So. Gut, da haben wir das auch erledigt. Müssen wir ein bisschen warten, bis sie wachsen. Und dann mal gucken. Oho! If it is an Ashigumo. You have recovered then? I'm much better. Mirte's treatment seems to have done the trick. I see. That is good news indeed. So, do you require something? A specter of my tribe has been prowling the eastern forest. It has not yet done any harm. But the Kappa stirred with fear and unrest. Not again. Here I thought it had met a fiery demise. If that was not enough to finish it off, then it must be a high-ranking specter with the ability to bend flame to its will. Ah, it must be the specter of Homer Subi. It kindles the grudges of the dead with an undying blaze, bringing forth death anew. It is a powerful force of nature whose strength rivals even Momizuchi's. What is the matter with this island? How many threats are we to contend with? I do not recall it being all that powerful, however. Momizuchi seized control of this land first, so the power of the fire god who came later is weakened. That would account for it. Thank you, Ashigumo, for notifying us. It was nothing, really. I suppose I shall have to take preventative measures in the forest to ensure our way of life here is not disrupted once again. Wir müssen jetzt den Spectre im Wald erledigen. Okay, wir haben auf jeden Fall... Ja, die ganzen Sachen müssen wir alle wieder aufbauen. Wie besiegen wir den denn ohne... Können wir was essen? Mitte da? Ja, oh, sieht doch tatsächlich sehr interessant aus. Eat something? Können wir irgendwie unsere Stärke noch erhöhen? Das erhöht nicht unsere Stärke. Das erhöht unsere Stärke. Ah, das erhöht mehr Magic noch. Haben wir noch was Besseres? Ja, hier noch ein bisschen. Oh, 25, das ist gut. So lassen wir das. Dann essen wir das. Wir haben jetzt ganz ein Zimmer daneben an, nicht mehr. Oh, das ist natürlich jetzt traurig, ne? Aber hinterher gehen wir auf jeden Fall gleich mal da in den Wald. Da bin ich sehr gespannt drauf. Very good. Es ist mal jetzt mal langsam gut. Oh, it ain't no biggie. Oh, come on. Huh.
Da ist mein Hut gespawnt. Ja, sie gehen auch langsam normaler mit denen um, ne? Oh Gott, das ist alles weg. Meine ganzen Skills. Was zur Hölle leuchtet jetzt? Warum leuchtet das? Na egal, wir schicken erstmal Leute weg. Denke ich. Warum leuchtet das jetzt alles? I'll be off then. Und Mütter kann auch mal weg. Geht mal hier hin. I go now. Was hat das zu bedeuten? Wenn ihr wisst, was das bedeutet, sagt mir unbedingt Bescheid. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal hier jetzt hin, ne? Denke ich mal. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber da ist immer, warum leuchten die Gebiete alle? Habe ich irgendwas in der Story verpasst oder so? Auf jeden Fall ist hier wieder ein Schatz. Hm. Ich verstehe nicht. Okay, Giftsumpf, natürlich. Ah, Gott. Da oben, safe. Wow, ich bin irgendwie schneller. Meine Güte. Was haben wir denn hier? Geht mal alle weg hier. Hier leuchtet's krass. Ja, Mann, hier ist was. Oh, natürlich. Ah. Da komme ich nicht mehr hoch. Hä? Wie bin ich da hochgekommen? Ah, ich muss hier lang. Okay. Oh, bitte. So. Jetzt aber. Da unten will ich nicht lang. Es läuft schon wieder. Ja, wie gesagt, ich verstehe noch nicht so ganz, was jetzt hier Phase ist, warum die Gebiete leuchten. Stehe wahrscheinlich mega auf dem Schlauch. So. Aha, erledigen wir hier die anderen Viecher auch nochmal. Ich dachte, du bist tot. Jetzt aber. Oh Gott, nein. So. Autsch. So. Deswegen bin ich ein bisschen still, weil ich irgendwie voll überlegen bin, wie was jetzt... Habe ich irgendwas in der Story jetzt nicht ganz mitgekriegt, dass wir irgendwie was in den anderen Wäldern reingehen müssen? Ich meine, ich habe verstanden, dass irgendwie irgendwas mit Golem war da noch. Aber... Oder Wächter, aber irgendwie... Stehe ich halt auf dem Schlauch, was jetzt gemeint war. Weil ich meine, wir können jetzt auch zu... Ja, ich hab's. Ich weiß. Hier war was. Okay, da können wir auch nicht weiter. Doch, können wir doch. Da geht's bestimmt hoch. Da geht's aber nicht höher, ne? Yeah.
Nee, höher geht's nicht. Schade. Also doch runter mit der Maske, oder wie? Zum Gift, in den Giftsumpf rein. Na gut. Verdiene. Ja. Oh, echt jetzt? Ja, die Samen sind jetzt fertig. Ist mir bekannt. Also irgendwie. Stehe halt trotzdem auf dem Schlauch, ne? Ich meine Güte. Was ein ekliger Sumpf. Ich würde halt Sakuna, bitte. Hier ist links was. Das sehe ich doch. Eine girlische Maske? Ja. Yeah. Na gut. Ich hab da nichts gegen, du. Sakuna, bitte. Ja, links will ich eigentlich nicht. Gehen wir was weiter nach rechts. Und ist fertig? Das war Part 1, ja. Gut, dann haben wir Part 2 aktiviert. Warum leuchten die? Wir gehen mal kurz rein. Hier passiert ja eh nichts. Hier ist ja eh nichts drinne. Nur mal kurz reingucken. Da ist ja eh nur Farming-Spot, ne? Was hat das mit den Leuchten zu tun? Kriegen wir jetzt besseres Material raus? Oh. Ach, die Dinger muss man wahrscheinlich sammeln, ne? Sind die jetzt weg? Warte mal. Ja! Okay. Also muss ich jetzt in die alten Gebiete rein und da diese weißen Magatamas sammeln, oder was? Um was auch immer zu tun. Jetzt halt natürlich die Frage, ne? Wo sind die Schatztruhen alle? Ich meine, es ist ja schön und gut, dass wir in alte Gebiete zurückgehen können. Aber ich muss natürlich nochmal wissen. Ah, ich weiß wieder. Okay, hier muss ich mit dem Pilz hoch. Ja, das war's. Moment. Ist hier noch eine? Nee. Okay, das war die. Ja, das war's. Okay. Oh Gott, ist ja alles. Oh nein. Na gut. Wir müssen da durch. Das ist halt. Wir müssen die Seilen sammeln. Wir müssen die sammeln, anscheinend. Zumindest glaube ich das. Aber das waren ja eher die offensichtlichen, ne? Ja. Vielleicht finden wir die auch schnell. Aber da rüstet mir der Kitsune-Maske aus, weil das. Ne? Die zeigt mal, wenn Schatz in der Nähe ist. Lass mich los, du dämlicher Vogel! Können wir noch ein bisschen Materialien sammeln dabei noch. Das ist gar nicht schlecht. So. So langsam müssten aber euch willkommen. Oder habe ich die schon verpasst? Ne, hier ist noch eine. Ah, die muss ich besiegen, ne? Lass mich doch in Ruhe. Na komm, geh weg. Oh Mann, das ist. So. Haben sie meinen Angriff gecancelt.
Hallo, mach dann deine Spezialfähigkeit. Ja, oder auch nicht. Okay, hier. Yes. Okay, Magic Bounty. Ah, nach rechts geht's mal weniger, ne? Ja, diese Guste Pollution und so weiter. Okay, gut, dann weiß ich, was gemeint ist. Da weiß ich, was gemeint ist. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ja. Da kommt auch einiges auf uns zu. Aber wir gehen jetzt mal nach Hause. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Die sammeln wir alle im nächsten Part, würde ich sagen, oder? Die restlichen. Ich denke schon. Kann ich jetzt wenigstens speichern? Das ist die Sache. Safe. Ja, ich kann speichern. Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und haut rein und tschüss.